Hallo Römer, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. The Binding of Isaac, Afterbirth Plus. Wir spielen die Challenge. Den Namen habe ich gerade schon wieder vergessen, ne? Darkness, irgendwas. Ja. Wir starten mit Eve. Haben den 4-Shot, einen Sacrificial Dagger. Der halt schönes Damage drückt. Womit ich die meiste Zeit wahrscheinlich kämpfen werde, weil wir keine Tears-Ups haben oder so. Kein Damage, nichts. Ein halbes großes Herzchen wäre jetzt ganz geil, damit ich mir... Also, dein Ernst? Zweimal der gleiche Raum hintereinander. Und kein Damage mit den Tränen und wir haben auch keine gute Fire Rate mit den Tränen. Deswegen werde ich meistens mit dem Sacrificial Dagger kämpfen, weil er halt einfach übel Damage drückt. Das ist halt übel krass. Okay. Bombe, nice. Sehr gut. Hallo Monstro, wir machen uns einmal Schaden. Weil... Deswegen. Ich wusste, wir kriegen blaue Herzchen. Okay. eigentlich nur aus dem Grund, weil ich jetzt den Hof Babylon-Effekt habe. Das mache ich. Hätte ich es mal nicht gemacht. Aua. Hoppa, schön. Gemini? Dein Ernst? Okay. Ich wusste gar nicht, dass der in so einem Raum spawnen kann. Spawnen kann. Zack. Schlüssel. Wow. Ja, hier gehen wir rein. Kommen in eine Haarglasrune. Toll. Sehr geil. Genau das brauchte ich. Okay, shit. Ich kämpfe ja schon mit meinen Tränen. Aber es ist so verlockend, hier mit in den Nahkampf zu gehen. Das machen wir. In der Hoffnung, dass wir möglicherweise ein blaues Herz in dem Shop haben. Habe ich Sprachsteuerungen? Eigentlich habe ich sie wieder ausgemacht. schön. Wir hatten ein blaues Herz in dem Shop. Jetzt würde ich mir aber auch gerne das Curse of the Blind Item bekaufen. Das wäre recht nett eigentlich, muss ich sagen. Wäre schon cool. Zack, zack. Okay, die haben Bomben gedroppt, das ist ziemlich cool. Wir machen aber das. Machen uns Damage, damit wir hier mehr Damage haben. Weil wenn wir uns Schaden zufügen mit dem Razor Blade, steigt unser Damage nämlich auch nochmal. Das ist der Effekt vom Rage Blade. Razor Blade. Meine Güte. Lunch, HP ab, geil. Mach ich das? Aua. Ich mach das. Ich glaube, ich mach das. Mach ich's? Ich mach's. Missing Page 2 und... Brimstone. Little Brimstone. Cool. Ich mag dich. Du bist toll. Wir haben eine andere Damage-Quelle als unsere Sack Dagger. Nice. Finde ich gut. Oh Gott. Stirb. Nice. Du auch. Danke. Ja. Wir haben keine Range, ne? Ja, wir haben echt keine Range. Gut, wir haben Little Brimstone und den Sack Dagger. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch schief gehen soll. Ich glaube, hier setze ich einmal Haglas ein. Na, der Minimash ist okay. Der gibt uns... Sorry, wir paralysiert. Speed up. I'm excited. Och, nie. Gut, dass hier keine Gegner drin waren. Okay, nice. Little Brimstone ist schon ein schönes Item. Schöner Begleiter. Da ist ein Blaustein. Ich hab dich gesehen. Nice. Oh, im Shop jetzt BFF finden, das wäre so geil. Unser Sack Dagger würde noch mehr Damage machen. Und unser Little Brimstone würde noch mehr Damage machen. Das wäre echt schön. So, hier. Du hast Bates einsetzen. So viele Schlüssel brauchen wir nämlich gar nicht eigentlich. Das machen wir. Komm
Komm schon. Öffne dich. Ist das dein Ernst? Oh Gott, ey. Nervige Kackgegner. Ohne Witz. Die Gegner sind so ätzend. Okay. Und okay. Pille, Bad Gas. Okay. Geld. Nice, wir können in den Shop gehen auf jeden Fall. Was wir auch machen werden. Wenn wir den Shop finden würden. Okay. Hier ist er noch nicht. Jo, ein Säckle mit Hierophant. Schön. Und Haarglas. Einfach einsetzen. Und Shop. Das ist ein schönes Space-Item, aber ich mag meins lieber. Muss ich echt zugeben. Ja, nehmen wir nichts mit. Nicht mal eine Bombe im Shop, ey. Nicht mal eine Bombe im Shop. Leider auch kein BMF. Mann. Okay. Können wir eine Bombe in die Fresse schieben? Oh, warum? Oh, es funktioniert. Ich krieg das nicht hin. Irgendwie krieg ich das nie hin. Oh Gott, eine Treibbombe. Okay, ich sollte nicht mehr an ihm dran stehen. Komm, mach Damage. Okay. Okay. Komm, wir haben ihn gleich. Danke. Gott, ist das ein anstrengender Gegner, ey. Evil up und Bomben. Die Bomben nehme ich gleich und Guppy Spore. Das ist ein Guppy-Item, ich heb's einmal auf. Das ist halt echt ein cooles Guppy-Item. Oder halt ein Guppy-Item. Ich meine, Guppy werden wäre halt geil. Wir müssen Satan besiegen. Wenn wir schon keine guten Devil-Deal-Items bekommen, so wirklich, dann... Ja. I'm excited. Nee, geh mal weg damit. Leg mal ab jetzt, danke. Okay. Komm, danke. Endlich. Okay, und der ist besiegt. Okay, schön. Oh, das ist mit Little Brimstone natürlich übel. Gut, dass wir den... Oh, das ist schön. Upsi. Ach, das ist schön. Das war ein schöner Boss für Little Brimstone. So, hier. Lucky Doe. Nehme ich mit. Luck up ist immer schön. So, Schlüssel. Schlüssel brauchen wir nicht. Ich will hier einen kleinen Speedrun hinlegen. Ich will nämlich eigentlich gar nicht mehr so lange aufnehmen. Beziehungsweise so lange wach sein. Ich muss um 5 wieder aufstehen. Ich würde eigentlich früh schlafen gehen, aber irgendwie wird das, glaube ich, wieder nichts. Nee, nicht wirklich. Das ist halt ein bisschen dumm. Aber ich wollte den Part halt für heute noch aufnehmen. Für morgen. Also heute den Part für morgen noch aufnehmen. Damit ich es morgen nicht mehr machen muss. Sondern wenn ich nach Hause komme, gleich streamen kann. Das ist mein Plan. Strengths, nehmt ihr mit. Für den Devil Deal. Für den Devil Deal. Och, komm schon. Sackgasse, dein Ernst? Muss es denn eine Sackgasse sein? Muss das denn sein Spiel? Ach Gottchen. Der Shop, in den wir gleich auch reingehen werden. Zack. Mit dem Greed. Toll. Der Greed ist super. Ich mag Greed. Greed ist toll. Was jetzt geil wäre zu finden, wäre eine Karte, mit der wir uns aus dem Boss Rush rausporten können, ne? Aber wir haben noch 2 Ebenen Zeit, um so eine Karte zu finden. Also von daher ist das kein Problem. Oh Gott. Oh Gott. Kein Devil Deal. Magic Ball, Shot Speed Up, okay. So, hier Empress. Ich nehme Strengths mit. Und wir haben ein rotes Herz für den Devil Deal, den wir jetzt hoffentlich bekommen werden. Wäre recht schnucklig, muss ich sagen. Was machen wir? Hier könnte Goathead drin sein. Goathead ist immer... Okay, oder ein Cricket's Head. Das ist natürlich sehr nett.
natürlich sehr, sehr nett. So. Ein bisschen mit unserem Sack-Dagger wieder arbeiten. Zack, I'm excited. Nee. Geh weg mit dieser Pille. Die ist echt gemein. Zack. Okay. Bombe. Nice. Haben wir. Schön. Schön, 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 schön. Dein Ernst. Oh, gut, dass wir das Brimstone-Baby haben. Okay, wir hätten noch unseren Sack-Dagger, mit dem wir hier töten können. Nice. Was haben wir hier? Ah, du Wizard. Auch ist das dein Ernst? Gut, dass wir unser Brimstone-Baby und unseren Sack-Dagger haben. Der Sack-Dagger macht halt so ein schönes Damage, ne? Ist unglaublich. Unglaublich ist das. Ja, das machen wir mal. Bisschen Geld. Schadet nicht. Okay. Dachte schon, ich krieg das mit IO Wizard jetzt nicht hin. Ups. Ah, war eine Spinne. Wusste ich. War geplant, da Schaden zu nehmen. Chaos. Ach komm, warum nicht? Lazy Worm. Nee. So, jetzt haben wir im Devil Deal Items. Alle, Im Devil Deal. Alle möglichen Items. Genauso wie nach den Bossen. Da haben wir auch alle möglichen Items. Also Chaos mischt den Item Pool. Deswegen ist es auch ein gutes Item zum Game Break machen. Deswegen haben wir halt im Shop im letzten Part auch so viele Items bekommen. Gain of Rands. Was bringt das eigentlich? Ach, die macht einen Spin. Ah, das Item macht Spin. Okay. 99 Bomben. Wow. Und den Bomb Bag. Ist es auf jeden Fall wert mitzunehmen, würde ich sagen. Naja, nicht unbedingt, aber... Na gut. Was soll's, ne? Machen wir. Oh Gott. Okay. Okay, haben wir. Schön. Okay, wir haben hier nochmal Loki. Okay, den haben wir. Schöne Sache. Komm, jetzt brauchen... Wir brauchen jetzt mal eine Karte, um es rauszuporten. Scheiße. Merke ich jetzt erst, dass wir schon auf dieser Ebene sind. Okay. Schlüssel mitnehmen. Truhe öffnen. Geld mitnehmen. In den Shop reingehen ist jetzt halt auch ziemlich gut. Weil auch da halt alle möglichen Items auftauchen können, ne? Mit alle möglichen Items meine ich alle möglichen Items. Alle, soweit ich weiß. Sonst ist es irgendwie nie gekommen, dass man Brimstone gefunden hat, glaube ich. Aber, also Chaos hat ein bisschen rumgespackt sonst immer. Aber gestern ging es eigentlich, ne? Gestern haben wir wirklich viele Items bekommen. Angel Deal Items, Devil Deal Items, alles mögliche. Nicht nur Bomben Items. So wie Chaos es sonst immer gern gemacht hat, dass man nur Bomben Items bekommt. Okay, das ist ein Standard-Shop-Item. Drowsy, I am Wizard. Health up. Excited. Das Herzchen mitnehmen. Gucken, was das für eine Karte ist. Hangman. Okay. Was haben wir hier? Batterien. Und Geld. Geld brauchen wir jetzt nicht mehr. Das war der letzte Shop. Der letzte Shop. Was haben wir hier noch? Okay, den Wurm. Gut, also kein Boss Rush für uns. Ist es normal, dass man hier die blaue Mom bekommt? Ich habe die nämlich jetzt zum zweiten Mal auf diesem bei dieser Challenge. Also zweimal hintereinander vor allem. Das ist das, was mich abpackt. Beziehungsweise wundert halt. Und tschüss. Negativ mitnehmen. Guppy's Head. Das wäre unser zweites Guppy. Das können wir nicht machen. Ich will den Boss Rush nicht machen. Ich will den Boss Rush nicht machen, aber ich hab keinen Bock drauf. So, null. Null Bock. Auf keinen Fall. Vor allem nicht so mit unserem Damage. So viel Damage haben wir nämlich gar nicht. Hätten sie nicht einmal boosten können oder so? Keine Ahnung.
Wäre eine Möglichkeit gewesen. Was haben wir hier? Lovers. Könnten wir eigentlich mal kurz einsetzen? Um Herzen zu bekommen? Okay, den haben wir. Unser Sackdagger ist halt schon strong, ne? Ups, jetzt habe ich das Herz hier gleich wieder verloren, was ich gerade aufgesammelt habe. Schön. Also das blaue Herz hier, nicht das rote. Das rote könnte ich jetzt halt nutzen, um mich zu boosten. Damage boosten ein bisschen, aber das wollte ich gleich eigentlich beim Boss machen. Deswegen setze ich das jetzt hier nicht ein. Obwohl wir da gerade schon wieder genug rote Herzchen hätten. Gehabt hätten. Aua. Mann. Das sind gemeine Gegner. Das ist ein gemeiner Raum. Sehr gemeiner Raum. Oh Gott. Geht's hier echt zum Boss? Das wäre super. Das wäre super. Blauer Stein? Irgendwo? Nee, okay. Ich glaube, hier geht's wirklich zum Boss. Alter! Okay, kommt. Wo seid ihr? Da unten ist einer. Da ist einer. Komm, bleib da. Ist der denn? Da. Da unten. Oh Gott, baut er dich doch nicht ständig hinterher, Alter. Hin und her, Alter. Oh Gott, das ist so ein... Oh, nee. So nervige Gegner, ne? Okay. Okay, die haben wir auch. Schön. So, hier ein Schlüssel. Was? Hier geht's nicht zum Boss. Oh, was für ein Troll, Alter. Es war genau so aufgebaut, als ob es hier zum Boss gehen würde. Healthdown. Nö. Ah, da hatten wir vorhin eine Healthdown-Pille eingesetzt. Aber dadurch, dass wir nur ein Herzchen hatten, wurde sie zu einer Health-Up-Pille. Alles klar. Zack. Okay, wir wurden instant zum Boss geportet. Das ist nett. Das nehme ich nicht mit. Einmal boosten, damit wir Damage haben. Okay. Wieso haben die sich einfach null bewegt? What the fuck? How to jump. Das ist ein nettes Buch. Drei rote Kisten. Das ist auch okay. Das ist ein Necronomicon. Are you Wizard? Retrovision. Razorblade nehmen wir mit. Und gehen weiter in die nächste Ebene. Noch zwei Ebenen, Leute. Diese und dann Sheol, also Hölle. Die Hölle müssen wir dann nochmal rennen. Damit wir Satan besiegt haben und die Challenge packen. Ein paar mehr Herzchen wären nett, muss ich ja sagen. Was haben wir hier? Eine goldene Kiste. Ich muss es machen. So ein kleiner Steven wäre noch recht nett. So ein bisschen mehr Damage. Aua. Okay. Ich nehme mal jetzt das Herzchen mit. Weil... ist mir gefährlich. Zu gefährlich. Nicht, dass wir dann nur noch ein rotes Herzchen haben und dann zweimal getroffen werden. Dann wären wir nämlich tot. Darauf hätte ich keine Lust, du. Nicht unbedingt. Zack. Nice. Okay. So hier. Okay. Ich brauche mehr Herzen. Aber wir haben ja auch gerade kein Glück mehr mit den roten Steinen. Mit den blauen Steinen, ne? Ach komm! Als ob das mich getroffen hat, ey. Okay. Oh Gott. Gott. Okay, sehr schön. Noch zwei Loki-Hälften, Alter. Gut, dass wir das Brimstone-Baby haben. Ich will halt gerade nicht in den Nahkampf gehen. Ich mach's, glaube ich, gleich beim Arm. Also, Sacrificial Dagger blockt ja auch noch
Tränen ab. So ist es ja nicht. Deswegen könnte man das eigentlich versuchen. Okay, haben wir. Schön. Kein Steinchen mit einem Kreuzchen. Ich meine, klar, es sind ganz viele Steinchen drauf, Kreuzchen drauf, aber nicht das Kreuzchen, was wir suchen. Das Kreuzchen, was wir hier suchen, ist immer unten rechts in der Ecke. Hier ist nicht der Boss. Ist das dein Ernst? Ich hasse die Wump-Ebene, ne? Ich hasse sie. Aber ich kann hier reingehen. Ein Knopf, der uns Gegner beschwört. Auch noch ziemlich nervige Gegner, an denen ich mich gerade nicht vorbeimogeln kann. Jetzt aber. Okay. Was ist das? Excited. Oh nein, ich will keine Excited-Pille. Ich setze jetzt ein. Eigentlich bleibt das nur in dem Raum schnell, oder? Eigentlich schon. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht falsch. Okay. Wir sind sehr gut geschützt. Vor Tränen. Nee, gar nicht. Oh, verdammt. Ich habe das gerade, das Item gerade verwechselt. Shit. Nein. Aber wir haben jetzt zwei Sachen, mit denen wir Damage machen können. Was sehr cool ist. Sehr, sehr cool. Okay, irgendwo ein Steinchen mit einem Kreuzchen. Ich sehe keins. Ich suche das jetzt ab. Alles, ne? Ich suche das jetzt alles ab. Aber nein, okay. Ich schätze mal, hier geht's zum Boss. Nein, geht's nicht. Okay, weißt du was? Hier springe ich mich raus. Kein Bock, diese Gegner zu besiegen. Ist das dein Ernst? Flieg halt exakt in meine Richtung. Nein, das öffne ich nicht. Oh Gott, unser Brimstone-Web wird auch eine ganz schön kleine Aufladezeit, ne? Ich meine, ganz schön lange Aufladezeit. Also ganz schön niedrige Fire-Rate irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Augen! Okay, die Augen sind halt auch übel nervig, ey. Da würde ich auch gerne reingehen, aber ich kann nicht. Ich habe keine Herzen. Wenn ich reingehe, komme ich nicht wieder raus. Weil, dann sterben wir. Weil der Womp-Ebene zieht ja alles ein Herzchen ab. Deswegen wäre eigentlich auch irgendwas, ne, ganz nett. Okay, kein Dings. Okay. Das einmal so besiegen. Das einmal so. Okay. Jetzt. Nein. Okay. Los, Herzchen. Wir gehen runter. Oh. Okay. Gut. Wir sind ein Sheol. Können wir uns hier noch... Oh Gott. Dein Ernst? Okay, ich nehme diesen Run jetzt trotzdem. Oh. Durch die Bombe gestorben, ey. Durch die eigene Bombe. Es war nur eine Challenge. Alles gut. Wir machen nächsten Part auch mal die Challenge, aber ich will jetzt nicht noch länger wach bleiben. Ich will diesen Part heute noch aufnehmen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.